Wer sich mit elektrischen und magnetischen Feldern beschäftigt, steht früher oder später vor der Frage, wie sie auf den menschlichen Körper wirken. Wir fassen zusammen, was die Wissenschaft dazu herausgefunden hat. Hallo, mein Name ist Katharina Gerlach. Der folgende Film dreht sich um die Wirkungen von elektrischen und magnetischen Feldern. Für den Laien sind sie nur schwer einschätzbar, da gibt es viele Vorurteile und Falschinformationen. Deswegen ist es wichtig, sich den wissenschaftlichen Kenntnisstand anzuschauen. Nur so können wir die Diskussion über die elektrischen und magnetischen Felder beim Stromnetzausbau ernsthaft führen. Die Forschungslage ist ausgezeichnet. Die Wissenschaft befasst sich seit der Industrialisierung damit, als die Elektrifizierung Einzug in unseren Alltag gehalten hat. Man weiß daher sehr viel über die Wirkung elektrischer und magnetischer Felder. Vor rund einem halben Jahrhundert sind auch Höchstspannungsleitungen zu einem zentralen Forschungsgegenstand geworden, sowohl Gleich- als auch Wechselstromleitungen. Denn weltweit kommen beide Techniken zum Einsatz. In Deutschland und Europa wurde das Stromnetz in den letzten Jahrzehnten im Wesentlichen mit der Wechselstromtechnik aufgebaut. Etwas anders haben es die USA und Kanada gemacht. In diesen riesigen Ländern hat man seit den 1970er Jahren auch auf die Hochspannungsgleichstromübertragung gesetzt. Auch in anderen großen Ländern wie Südafrika, Brasilien und China kommt diese Technik seit vielen Jahren zum Einsatz. Das hat mit den langen Strecken zu tun, die überbrückt werden müssen. Die Hochspannungsgleichstromübertragung wird übrigens kurz HGÜ genannt. Kommen wir noch einmal zur Forschungslage. Es gibt insgesamt über 6500 Studien zu den gesundheitlichen Auswirkungen von elektrischen und magnetischen Gleich- und Wechselfeldern. Ich will ein paar Zahlen nennen. Rund 740 allein zu elektrischen Wechselfeldern, knapp 2800 zu magnetischen Wechselfeldern, fast 600 zu elektrischen Gleichfeldern und etwa 2400 zu magnetischen Gleichfeldern. Die Studien befassen sich mit verschiedenen Bereichen. Kurzzeitwirkungen wie Kopfschmerzen oder auch Langzeitwirkungen wie Krebserkrankungen oder Alzheimer. Die Studien sind alle in der weltweit größten Datenbank zu elektrischen und magnetischen Feldern verzeichnet, dem EMF-Portal der Universität RWTH Aachen. Doch wie geht die Wissenschaft vor? Wie ordnet und bewertet sie die Vielzahl der Studien? Zunächst unterscheidet man nach Machart der Studien. Es gibt epidemiologische Studien, experimentelle Studien und In-vitro-Studien. Den Unterschied gucken wir uns jetzt an. Epidemiologische Studien sind Beobachtungsstudien an großen Personengruppen. Sie versuchen mittels statistischer Auswertungen Zusammenhänge zu finden, zum Beispiel zwischen Umwelteinflüssen und der Verteilung von Krankheiten in der Bevölkerung. Ursächliche Zusammenhänge können diese Studien aber nicht aufzeigen. In experimentellen Studien werden Tiere oder Menschen unter standardisierten Bedingungen einem elektrischen oder magnetischen Feld ausgesetzt. Ziel ist es, herauszufinden, ob ab bestimmten Feldstärken oder einer bestimmten Aufenthaltsdauer biologische Effekte auftreten. Anders gesagt, gibt es Wirkungen auf Tiere oder Menschen. Aus ethischen Gründen werden Studien jedoch meist nur bei Tieren durchgeführt. Die Ergebnisse sind dann nicht ohne weiteres auf den Menschen übertragbar. In-vitro-Studien, die dritte Kategorie, sind Laboruntersuchungen an Zell- oder Gewebekulturen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler suchen hier nach biologischen Wirkmechanismen, zum Beispiel von elektrischen und magnetischen Feldern auf menschliche Zellen. Das sind sozusagen Studien im Reagenzglas. Eine Zellveränderung lässt aber nicht unbedingt einen Rückschluss auf eine Erkrankung zu. Warum ist die Aufteilung in die drei Arten der Studien von Bedeutung? Weil die Wissenschaft nur dann von einer nachgewiesenen Wirkung spricht, wenn in den unterschiedlichen Studienkategorien mehrheitlich und übereinstimmend gleiche Effekte gefunden werden. Die Gesamtheit der Studien muss also einen ursächlichen Zusammenhang bestätigen. Und zu welchen Erkenntnissen kommt die Wissenschaft in ihren Studien? Eine Erkenntnis ist, elektrische Gleichfelder dringen nicht in den Körper ein. Auch elektrische Wechselfelder werden fast vollständig vom Körper abgeschirmt. Sie wirken nur auf der Körperoberfläche. Wir spüren es zum Beispiel, wenn sich unsere Körperhärchen aufrichten oder wenn wir plötzlich ein Gewischt bekommen, zum Beispiel beim Berühren einer Türklinke. Das kann aber nicht zu gesundheitsrelevanten Wirkungen führen.
Bei den magnetischen Feldern ist es anders. Sie durchdringen den Körper. Kommen wir zuerst zu den magnetischen Gleichfeldern. Sie gehen durch den Körper hindurch. Aber erst bei sehr hohen Flussdichten von über 2 Tesla, also 2 Millionen Mikrotesla, können Sie vorübergehende Missempfindungen wie Schwindel, Übelkeit oder metallischen Geschmack auslösen. Das gilt, wie gesagt, bei sehr hohen Flussdichten, wie bei einem MRT. Die magnetischen Gleichfelder, die bei den geplanten Gleichstromverbindungen von Amperion vorkommen, liegen bei nur etwa 0,002% dieses Wertes. Magnetische Wechselfelder durchdringen den Körper auch. Sie können bei hohen Flussdichten zu Lichtwahrnehmungen, sogenannten Phosphenen, Nervenstimulationen oder Muskelkontraktionen führen. Zu diesen Sinnes-, Nerven- oder Muskelreizungen kommt es aber erst ab 7000 Mikrotesla. Demgegenüber liegt die maximale Flussdichte unterhalb von Höchstspannungsleitungen bei magnetischen Wechselfeldern in der Regel bei maximal 60 Mikrotesla. Lassen Sie uns über den Zusammenhang mit verschiedenen Krankheiten reden, die am meisten diskutiert werden. Und damit sind wir bei den Langzeitwirkungen. Die Krebsforschung hat eine Vielzahl an Studien über elektrische und magnetische Felder vorgelegt. Ausgewertet hat sie das Internationale Krebsforschungszentrum der Weltgesundheitsorganisation. Die Ergebnisse zeigen, weder elektrische und magnetische Gleichfelder noch elektrische Wechselfelder erzeugen ein Krebsrisiko. Ein etwas differenzierteres Bild ergibt sich aus den Studien für magnetische Wechselfelder. Bei Erwachsenen gibt es in den Studien keine Hinweise auf ein Risiko, an Krebs zu erkranken. Für Kinder liegen epidemiologische Studien vor, die auf einen möglichen Zusammenhang mit lymphatischer Leukämie hinweisen. Experimentelle Studien und In-vitro-Untersuchungen konnten diese Ergebnisse allerdings nicht bestätigen. Die Wissenschaft hat keinen Mechanismus gefunden, der die Ursachen von Leukämie im Kindesalter durch magnetische Felder erklären könnte, trotz jahrzehntelanger Forschung. Daher hat die IARC, das Internationale Krebsforschungszentrum der WHO, für magnetische Wechselfelder auch nur eine Einstufung in möglicherweise krebserregend vorgenommen. Was heißt aber möglicherweise krebserregend? Die IARC stuft beispielsweise auch eingelegtes Gemüse oder Aloe Vera Extrakte auf diese Weise ein. Im Vergleich dazu spricht das Zentrum beim Verzehr von Fleisch sogar von wahrscheinlich bis gesichert krebserregend. Kommen wir zu anderen Krankheiten, die sich zusammenfassen lassen als neurodegenerative Erkrankungen. Dazu gehören Alzheimer, Demenz, ALS, Parkinson oder Multiple Sklerose. In diesem Bereich gibt es ebenfalls zahlreiche Studien. Die Strahlenschutzkommission und das Bundesamt für Strahlenschutz fassen dabei die Ergebnisse der Studien so zusammen. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen neurodegenerativen Erkrankungen und elektrischen und magnetischen Gleich- und Wechselfeldern, wie sie im Alltag oder unter Höchstspannungsleitungen auftreten. Bezüglich neurodegenerativer Erkrankungen gibt es, was die Normalbevölkerung angeht, eigentlich Entwarnung. Da gibt es keine Erkenntnisse, die darauf hinweisen, dass diese Krankheiten durch niederfrequente Magnetfelder ausgelöst werden. Im beruflichen Kontext ist es möglicherweise anders. Da gibt es einige Studien, die davon ausgehen, dass es einen solchen Zusammenhang gibt. Andere Studien wiederum sehen diesen Zusammenhang nicht. Diese epidemiologischen Erkenntnisse spielen eigentlich nur für Menschen eine Rolle, die starken Magnetfeldern ausgesetzt sind. Das sind manche Industriearbeitsplätze und vor allen Dingen zum Beispiel solche wie Industrieschweißer oder Induktionsschweißer, bei denen die Exposition zu Magnetfeldern sehr hoch ist. Auch zur Elektrosensibilität wurde geforscht. Knapp 2% der deutschen Bevölkerung geben an, elektrosensibel zu sein. Sie leiden unter Kopfschmerzen, Schlafstörungen, auch unter Konzentrationsstörungen und führen das auf die Felder in ihrem alltäglichen Umfeld zurück. Die Wissenschaft versucht seit langem, diesem Phänomen auf die Spur zu kommen. Aber bisher konnte sie keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen den genannten Beschwerden und elektrischen und magnetischen Gleich- oder Wechselfeldern finden. Auch zu anderen Fragestellungen wurde viel geforscht. Die Studienergebnisse zeigen kein einheitliches Bild, das auf Risiken hinweisen würde. Für die Wissenschaft ist daher klar, es gibt keine Wirkung von Feldern auf das Herz-Kreislauf-System, die Fruchtbarkeit, Schwangerschaften, DNA-Schäden, das Immunsystem und den Biorhythmus. Auch die Wirkung von Feldern auf Implantate im Körper, wie Herzschrittmacher oder Defibrillatoren, wurde in vielen Studien untersucht.
sowohl in In-vitro-Studien mit Implantaten als auch in experimentellen Studien mit Menschen, die ein Implantat haben. Die Ergebnisse zeigen, Gleich- und Wechselfelder können grundsätzlich solche Implantate beeinflussen. Bei Feldern, wie sie in der Alltagsumgebung oder unter Höchstspannungsleitungen auftreten, besteht jedoch kein gesundheitliches Risiko für Menschen mit Implantaten. Dafür braucht es höhere Feldstärken, die über den Grenzwerten für Höchstspannungsleitungen liegen. Die Hersteller dieser Medizinprodukte bestätigen das in ihren eigenen Studien und Informationsmaterialien. Sie prüfen ihre Geräte bereits vor der Zulassung intensiv auf elektromagnetische Verträglichkeit. Um den bereits umfangreichen Wissensstand noch weiter auszubauen, hat das Bundesamt für Strahlenschutz das Forschungsprogramm Strahlenschutz beim Stromnetzausbau initiiert. Dabei rechnet man nicht mit Ergebnissen, die den aktuellen Forschungsstand widerlegen. Vielmehr geht es darum, das Wissen noch besser abzusichern und offene Einzelfragen zu untersuchen. Die Netzbetreiber unterstützen ebenfalls weitere Untersuchungen. Zudem fördern sie das Forschungsprogramm des Bundesamtes für Strahlenschutz mit insgesamt 10 Millionen Euro. Denn natürlich haben sie selber ein großes Interesse an der Sicherheit ihres Leitungsnetzes. Seit rund 50 Jahren sind Tausende von Untersuchungen zu den Wirkungen von Feldern, die unter anderem von Höchstspannungsleitungen ausgehen, durchgeführt worden. Die Studien und damit die Erkenntnislage der heutigen Wissenschaft ist entsprechend breit und gilt in wichtigen Fragen als abgesichert. Auf Grundlage dieser Studien wurden die gesetzlich festgeschriebenen Grenzwerte erarbeitet. Diese Grenzwerte stellen den Gesundheitsschutz der Bevölkerung sicher. Das gilt für Kurz- und für Langzeitwirkungen, für die es unterhalb der Grenzwerte keinen Nachweis gibt. Wenn Sie das Thema interessiert, schauen Sie gerne auch die weiteren Filme an. Und falls Sie Fragen haben, klicken Sie sich gerne auf die Internetseite von Amprion. Sie können sich auch direkt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern melden. Vielen Dank für Ihr Interesse.